Ich will mich lieber noch ein kleines bisschen ausruhen. Ich will nicht wieder gleich zurück in mein Programm. Ich glaube, ich brauch noch etwas mehr von diesem Nichtstun. Es ist ein gutes Loch, in das ich hier gefallen bin. Ich leg mich noch mal hin, versuch noch mal ein wenig zu schlafen. Es hat doch keinen Sinn, nur gnadenlos zu sich zu sein. Ich nehm mir etwas Zeit, um ruhend in mich reinzuhorchen. Dann bin ich bereit, mein Leben wieder anzugehen. Denn überlebenswichtig ist die Ruhe. Ohne Ruhe läuft der Akku plötzlich leer, leer. Was ich tue, braucht Distanz und Perspektive. In der Ruhe kann ich mich neu sortieren. Bisschen länger beten. Ich denke, es wird in mir so manches drüber klären. Ich bin nur auf dem Sprung, lass mich von so vielem treiben. Wann finde ich nur den Dreh, die Stille anzugehen? Schau mir dabei zu, wie ich ruhelos mein Leben entfalte und die Blätter meines Buchs überfliege, aber nicht verstehe. Mir dämmert es schon mal nach vielen schnell gelebten Stunden, dass da noch etwas fehlt, das mir Leben helfen will. Denn überlebenswichtig ist die Ruhe. Ohne Ruhe läuft der Akku plötzlich leer, leer. Was ich tue, braucht Distanz und Perspektive. In der Ruhe kann ich mich neu sortieren. Meine Seele, lass das Leben sausen, zieh dich zurück in deine Höhle, ruh dich aus, lass dich los, ruhe einfach noch eine Weile und spür der Gnade etwas nach. Im Moment kannst du nichts ändern, doch die Ruhe tut dir gut. Schenkt dir neuen Lebensmut. Lass sie zu, die Ruhe.